Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze hier gerade im Babyzimmer und ich würde euch gerne einmal eine DM bzw. Drogerie-Erstausstattung zeigen. Einen richtigen Haul gibt es bei mir in dieser Schwangerschaft nicht, denn wir haben einfach noch super viele Dinge von meiner ersten Tochter übrig und wir wickeln mit Stoffwindeln. Das heißt, es fällt super viel weg, was man dann in so einer Drogerie-Erstausstattung eben kauft. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache keinen Haul, sondern ich mache einfach so ein Erstausstattungsvideo, wo ich euch einfach zeige, was empfehle ich für Wickeltisch, Wochenbett und Wickeltasche und was man halt einfach alles so mit Baby so braucht, was Drogerie angeht. Ich werde euch einige Sachen zeigen, die ich da habe und genau, werde natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Wie gesagt, wir wickeln mit Stoffwindeln. Das heißt, es fällt weg Windeln und Feuchttücher. Das sind so die zwei ersten Teile, die wir uns komplett sparen. Denn ja, wir wickeln eben mit Stoffwindeln und als Feuchttücher nehmen wir einfach Waschlappen. Das heißt, wenn ihr nicht mit Stoff wickelt, dann braucht ihr natürlich Windeln und Feuchttücher, ganz klar. Außerdem haben wir keine Wegwerf-Wickelunterlagen, die sind ja auch super beliebt, die sind auch richtig toll, nur die haben wir auch ersetzt durch waschbare, da gibt es auch eine ganz, ganz große Auswahl und kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Die sind super weich, atmungsaktiv und eben ohne Plastik und es macht einfach keinen Müll. Außerdem werde ich euch auch nicht zeigen Stilleinlagen, denn auch die habe ich waschbar in dieser Schwangerschaft oder beziehungsweise jetzt habe ich mir waschbare besorgt, denn bei meiner ersten Tochter hatte ich tatsächlich Wegwerf-Stilleinlagen, aber diesmal habe ich mich für waschbare entschieden. Ich bin sehr gespannt, wie die sind und wie die halt die Muttermilch aufnehmen und sowas. Bei Wegwerf-Stilleinlagen war ich überhaupt nicht zufrieden, weil die super schnell voll waren, super schnell gestunken haben und deswegen hoffe ich, dass es jetzt mit den waschbaren besser läuft. Und natürlich ein Aspekt der Müll, denn die Waschbaren kann ich natürlich einfach ganz einfach mit den Stoffwindeln sozusagen alles zusammen waschen und dann ist das alles abgehakt und man hat einfach so viel weniger Müll. Aber genau, einfach, dass ihr so an diese Dinge denkt, wenn ihr eben alles für Wegwerf sozusagen benutzt. Nur, dass ich das jetzt eben nicht zeige. So, ich würde aber sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe hier unten eine Kiste stehen und das erste Teil, was da drin ist, ist auch sogar ganz, ganz neu. Das haben wir jetzt gerade zur Babyparty bekommen und zwar ein Badethermometer. Das ist super, super wichtig, weil es ist super schwierig, die richtige Badetemperatur einzuschätzen. Also als meine erste Tochter ein bisschen älter war, habe ich das tatsächlich nur noch geschätzt. Aber am Anfang habe ich immer mit so einem Badethermometer vorher überprüft, weil ich echt unsicher war, ist es zu heiß, ist es zu kalt. Und genau, ich war teilweise echt erschrocken, als ich dann mal probiert habe, das einfach so zu machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fülle erstmal Wasser rein, mache es so, wie ich es machen würde. Und dann messe ich mal und es war immer zu warm. Also genau, deswegen ist das super, super wichtig und kommt ihr auch in jeder Drogerie. Dann ein Teil für meine Stoffwindeln bzw. für das Wickeln mit Stoff, einmal Windelvlies. Das braucht man nämlich einmal, um den Stuhlgang aufzufangen. Müssen jetzt alle ignorieren, die eben nicht mit Stoff wickeln. Bleiben wir aber beim Thema Wickeln und zwar Heilwolle kann ich absolut empfehlen. Die hier ist jetzt von Alana von DM. Und Heilwolle ist super, super praktisch. Das ist eben Fettwolle aus 100% Schurwolle.
Und die kann man einfach in die Windel legen, wenn das Kind wund ist. Und dann beim nächsten Windelwechseln ist einfach alles weg. Das ist so genial. Die könnt ihr danach einfach entsorgen. Da braucht ihr auch immer nur so ein ganz, ganz kleines Stück von. Einfach auf die Stelle, wie gesagt, legen. Und dann ist es weg. Und deswegen, ich schwöre drauf und kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Auch Thema Wickeln, Pflegetücher. Und zwar sind das solche, ja, ganz normalen Pflegetücher. Die sind jetzt von Rossmann, die gibt es aber auch bei DM. Und auch bei Budni und sowas. Die benutze ich immer für nach dem Wickeln. Und zwar, um den Popo trocken zu machen, nach dem feuchten Abwischen. Denn nur ein nasser Po kann wund werden, so sagt man. Und deswegen habe ich bei meiner Tochter immer oder mache ich immer noch den Popo immer trocken. Und auch, das ist super praktisch im Kinderzimmer, einfach mal schnell so zur Nase putzen oder mal schnell was wegwischen, wenn das Kind gespuckt hat oder irgendwas. Also am Wickeltisch gibt es sehr, sehr viele Unfälle, wo sowas wirklich praktisch ist. Auch Thema Baby ist einmal diese Bäuchleinsalbe, die ich auch auf jeden Fall empfehlen kann. Die gibt es einmal hier in dieser kleinen Probepackung und einmal in groß. Wir haben sie auch noch in groß und haben jetzt hier diese kleine Packung geschenkt bekommen. Die ist super für Bauchmassagen, wenn das Baby Bauchschmerzen hat und die wirkt Wunder. Dann machen wir ein bisschen weiter mit Thema Wochenbett, denn auch das kommt natürlich nach der Geburt, das ist ganz normal. Und da habe ich ganz viele verschiedene Einlagen. Diese hier habe ich jetzt geschenkt bekommen, kann ich noch nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie die sind, aber ihr braucht auf jeden Fall eine Menge Einlagen. Also was ich euch empfehlen kann, auf jeden Fall Netzschlibber. Die zeige ich euch gleich auch noch. Die kann man nämlich auch so kaufen. Die bekommt man nicht nur im Krankenhaus. Die kann man auch selber kaufen bei DM. Und dann eben wirklich die ersten Tage diese großen, dicken Einlagen, die man im Krankenhaus hat. Die sind halt einfach riesengroß so. Ich habe die auch noch da, zeige ich euch auch gleich. Aber die sind wirklich, wirklich richtig toll, weil die einfach richtig viel saugen. Und ja, für den Anfang ist das auf jeden Fall richtig wichtig. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, von meinem letzten Wochenbett, Wochenfluss vor allem. Und bei mir war das wirklich eine Woche stark, eine Woche mittel, eine Woche fast gar nichts mehr. Also, und dann war es vorbei. Aber das kann natürlich auch bei jedem anders sein und vor allem kann das auch bei meinem nächsten Wochenfluss, also man sagt auch, es wird mit jedem Kind mehr, es kann auch wieder anders sein. Also ich bin sehr gespannt und deswegen habe ich mich auf alles vorbereitet. Diese hier habe ich jetzt, wie gesagt, geschenkt bekommen, kann dazu nichts sagen, bin aber sehr gespannt. Das sind 9 Stück. Für die Nacht richtig saugstark sollen die sein. Ich denke, das passt perfekt fürs Wochenbett. Aber ich zeige euch mal die Binden, mit denen ich beim letzten Wochenfluss wirklich gut gefahren bin. Einmal sind das diese hier. Und zwar sind die von DM, von Jesa, die Classic Lang. Das sind solche langen, schönen, dicken Binden. Und ja, die sind wirklich gut für den mittleren Teil des Wochenbettes und des Wochenflusses. Genau, da braucht man dann auch wirklich beim jeden Mal Toilettengang auf jeden Fall eine neue. Aber dann, also für den mittleren Bereich sind die wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich mir auch nochmal so ein Paket hier gekauft. Die sind nämlich nahezu gleich. Und zwar sind die von Rossmann Facelle Maxi Binden. Genau, die sind nahezu gleich. Kann ich euch auch hier mal zeigen. So sehen die aus. Mit Flügel. Das ist super praktisch, damit die auch wirklich an Ort und Stelle bleiben. Weil man da irgendwie die ganze Zeit immer das Gefühl hat, da rutscht irgendwas hin und her und sowas. Sehr, sehr unangenehm. Genau. Hauptsache weich und dick müssen sie sein. Dann habe ich hier einmal die großen Surfbretter, von denen ich gerade gesprochen habe. Und zwar bekommt man die bei DM und das sind eigentlich dieselben wie im Krankenhaus. Das Problem bei diesen hier ist, deswegen habe ich auch noch die ganze Packung von meiner ersten Tochter, also vom ersten Wochenfluss übrig, dass sie ein Geräusch abgeben. Und das hört man beim Laufen. Und das war mir so unangenehm, dass ich die wirklich sehr ungern getragen habe. Ja, weil hier unten ist eben irgendwie so eine Folie drin und die macht ein sehr unangenehmes Geräusch. Aber sonst sind diese Einlagen wirklich super. Was ich euch empfehlen kann, das sind nämlich auch dieselben wie im Krankenhaus,
sind die Pelzi-Einlagen, die also Pelzi-Fließwindeln heißen die. Ich kann euch die mal in der Infobox verlinken. Die habe ich jetzt selber nicht da. Und werde sie mir auch nicht kaufen tatsächlich, weil ich ja wie gesagt hier noch diese Packung übrig habe. Und falls ich aus dem Krankenhaus komme und es sollte immer noch so stark sein, dass ich diese Einlagen brauche, dann werde ich diese hier auch brauchen. Da ist mir das Geräusch auch jetzt völlig egal. Aber bei meinem ersten Wochenfluss brauchte ich diese Einlagen nur am Tag der Entlassung und dann habe ich diese hier gebraucht und dementsprechend werde ich mir da jetzt nichts Neues holen, aber ich empfehle diese hier nicht, eben wie gesagt wegen diesem Geräusch, aber die von Pelzi verlinke ich euch einfach mal in der Infobox. Was ich aber empfehlen kann, sind diese Netzschlipper hier, die bekommt ihr auch bei DM. Und das sind eben diese Netzhöschen wie aus dem Krankenhaus. Allerdings sind diese hier etwas dicker. Also ja, einfach ein bisschen reißfester und ein bisschen stabiler als die aus dem Krankenhaus. Die ist im Krankenhaus, kann ich auch einfach nur empfehlen. Man denkt sich am Anfang oder vor allem beim ersten Kind denkt man sich, boah, nee, das ziehe ich niemals an. Aber ich habe tatsächlich nur eine Unterhose in meiner Kliniktasche, einfach weil ich ganz genau weiß, dass ich nur diese Netzschlipper anziehen werde und auch die ersten Tage zu Hause werde ich nur diese Netzschlipper tragen, weil die einfach für diese großen Einlagen super, super gut sind, weil das hält einfach alles. Es ist shit egal, ob da irgendwie ein Fleck drauf kommt, man kann die danach einfach wegwerfen und deswegen kann ich die hier auf jeden Fall auch empfehlen. Für den letzten Teil meines Wochenbettes habe ich diese Windeln hier. Kannst du aufhören, bitte? Für den letzten Teil meines Wochenbettes habe ich diese Binden hier gebraucht. Und zwar gibt es da ganz viele verschiedene Firmen natürlich. Also hier wieder von Rossmann. Hier habe ich noch ein Paket von DM mitgenommen. Das sind jetzt die für die Nacht jeweils. Auch wieder mit Flügeln. Schmal, flexibel, Schutz vor Geruch. Genau, das sind diese ganz, ganz dünnen. Die habe ich übrigens noch über. Der Hund kratzt sich hier gerade. Genau, also es sind so ganz, ganz dünne Binden und die habe ich dann im letzten Teil des Wochenbettes gebraucht, Wochenflusses. Und genau, die Nachtvariante. Und was ich aber auch noch genommen habe, sind einfach die ganz normalen Ultrabinden hier. Also da ist es eigentlich egal, ob ihr Nacht nimmt, die sollen halt ein bisschen saugstärker sein. Ja, kann man dann sehr gut für die Nacht nehmen und dann halt eben diese ganz normalen für den Tag. Muss man sowieso immer wechseln. Aber die sind auf jeden Fall für den letzten Teil des Wochenbettes echt praktisch. Also so nach 2 Wochen habe ich dann nur noch diese hier gebraucht und dann die letzte Woche nur die und danach nur noch, glaube ich, 2-3 Tage Slip-Einlagen. Was ich euch auch noch empfehlen kann zum Thema Wochenbett ist eine Po-Dusche bzw. Intim-Dusche. Ich habe mir jetzt hier die von Lansino bestellt. Die kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie die ist. Ich hatte tatsächlich bei meiner ersten Tochter nur einen Messbecher. Beziehungsweise habe ich da gar nicht dran gedacht, als so Thema Wochenbett. Ich habe da einfach gar nicht dran gedacht. Und im Krankenhaus habe ich dann gesehen, dass dort ein Messbecher auf der Toilette stand. Und ich dachte, wofür ist der? Dann bin ich pinkeln gegangen und ich wusste, wofür er ist, denn das brennt unglaublich. Ich bin gerissen, ich hatte keinen Dammriss oder so, aber ich hatte einen Scheidenriss und einen Schamlippenriss. Und ja, das brennt ganz schön und man möchte da auch ganz, ganz wenig mit Toilettenpapier arbeiten. Und deswegen kann ich so eine Dusche hier nur empfehlen oder eben einen Messbecher. Also wie gesagt, bei meiner ersten Tochter habe ich mir direkt am Tag der Entlassung ein Messbecher noch gekauft. Wir hatten nämlich tatsächlich gar keinen zu Hause. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Und bei diesem Mal habe ich mir jetzt so eine Intimdusche besorgt. So, die zeige ich euch jetzt mal. Packen die mal das erste Mal aus. Und ich verlinke euch die, wie gesagt, auch in der Infobox. Kommt hier in so einem praktischen Säckchen. Und dann sieht das Ganze so aus. Also hier kommt dann einfach warmes Wasser rein. Warm. Sonst kriegt ihr einen großen Schock. Und dann ja, kommt das hier einfach oben rauf. Ne? Und dann könnt ihr einfach drücken. Und dann kommt das Wasser hier raus. Genau.
Also ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ich werde es nicht mit ins Krankenhaus nehmen, einfach, ja, weil ich weiß, die werden da einen Messbecher haben und das hat super geholfen und hat auch gereicht im Krankenhaus. Aber hier für zu Hause bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich wirklich empfehlen kann. Weiter geht's mit ein paar Produkten von Lansino und zwar ein Regenerationsspray. Das ist auch richtig toll für danach. Also erst recht, wenn man einen Dammschnitt oder allgemeine Geburtsverletzung hatte, kann man das einfach unten hinsprühen. Das gibt es auch von ganz vielen verschiedenen anderen Firmen. Falls ich dieses hier online nicht finde, verlinke ich euch ein anderes. Genau, das kann man dann einfach unten hinsprühen und das soll eben die Heilung ein bisschen fördern. Und was ich auch ganz neu entdeckt habe, sind so Wochenbettkompressen. Und zwar sind das so Einlagen, die eben kühlen. Seht ihr das? Oder wärmen, wie ihr das eben gerne möchtet. Die kann man sich dann eben noch unten mit reinlegen. Und die, genau, sind wiederverwendbar. Und da sind 12 Schutzfließe bei. Das heißt, ihr könnt die einfach immer wieder verwenden. Super praktisch und mich auch sehr gespannt, wie das ist. Hatte ich alles bei meiner ersten Tochter gar nicht. Und einmal Thema Schwangerschaft noch. Da befinde ich mich ja gerade noch. Einmal ein Dammmassageöl. Das gibt es auch von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Ich habe jetzt hier auch wieder das von Lansino. Und da kann man eben eine Dammmassage machen. Das habe ich bei meiner ersten Tochter auch nicht gemacht, beziehungsweise bei meiner ersten Schwangerschaft. Aber jetzt wollte ich das auf jeden Fall mal machen, obwohl ich beim letzten Mal nicht gerissen bin am Damm, aber wer weiß. Und deswegen kann man da sehr, sehr gut vorbeugen, indem man es einfach so ein bisschen massiert. So, genug zum Thema Bluten und Reißen. Kommen wir zum Thema Stillen. Auch das kann schmerzhaft bei den einen oder anderen sein. Und auch bei mir war es die ersten Tage wirklich nicht angenehm. Aber da kann ich euch empfehlen, Multimarm-Kompressen. Die sind super teuer und ich habe mich wirklich geschert, die zu kaufen, weil diese Packung 10 Euro kostet. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mir wirklich mein Popo gerettet, denn ich habe die in den Kühlschrank gelegt. Das sind nämlich so kleine Tütchen und die habe ich mir in den Kühlschrank gelegt. Und danach habe ich sie immer auf die Brüste nach dem Stillen, also einfach in die Stilleinlage so mit rein, so an die Brustwarze. Und es war einfach wirklich meine Rettung. Es war so angenehm und die Brust konnte richtig schön verheilen von ja, den anfänglichen Blutungen, die ich hier hatte. Also ich habe wirklich geblutet, es hat so gebrannt beim Stillen. Jedes Mal beim Anlegen habe ich geheult, weil es so wehgetan hat. Und ja, ich habe jetzt zwar erst vor ungefähr einem halben Jahr abgestillt. Also ich habe meine große Tochter sehr, sehr lang gestillt. Und ich bin vielleicht so ein bisschen der Meinung, vielleicht bringt es was, dass meine Brüste halt so ein bisschen noch daran gewöhnt sind. Aber tatsächlich merke ich jetzt, dass ich super empfindlich bin an meinen Brüsten. Also meine Brustwarze darf eigentlich gar keine anfassen. Und auch so ein BH und sowas, ich bin da super empfindlich und ich denke, dass meine Brust sich einfach in diesem halben Jahr schon wieder komplett regeneriert hat. Und ja, ich empfehle auf jeden Fall hier diese Multimarm-Kompressen. Die sind nämlich wirklich Weltretter. Ebenfalls Thema Stillen und wieder von Lansino. Irgendwie bin ich, glaube ich, Fan von Lansino. Sind solche komischen Dinger hier. Und zwar Thermoperlen-Pads. So sieht es aus. Die kann man entweder in die Mikrowelle legen oder ins Gefrierfach. Dann in diese kleinen Säckchen hier reintun und das Ganze dann in den BH legen. Und das, ja, kann bei einem Milchstau zum Beispiel kühlen oder wenn man das eben beim Milcheinschuss auch, kann man es auch kühlen. Je nachdem, wie man das eben braucht. Die gibt es auch von Lansino. Die kann ich auch mal suchen und eventuell in der Infobox verlinken. Und auch von Lansino Muttermilchbeutel. Ich habe hier auch noch welche von Nook von meiner Tochter übrig. Genau, da kann man die Muttermilch einfrieren, wenn man abpumpt. Ich möchte auch wieder abpumpen. Ich habe eine Milchpumpe von Avent und ich habe immer abgepumpt, einfach damit ich Milch da habe. Erstens zum Baden und auch
ja, falls ich mal irgendwie weg muss oder sowas und irgendwas ist. Deswegen habe ich relativ viel abgepumpt und habe das immer eingefroren. Und da sind solche Beutel wirklich sehr, sehr gut. Und außerdem Thema Stillen ist Stilltee. Ich habe jetzt hier den von Livela. Genau, da könnt ihr aber auch jeden anderen nehmen. Also da ist Stilltee. Stilltee sind meistens ja die gleichen Kräuter drinne. Und genau, einfach nur, damit die Milch so ein bisschen schneller kommt. So, und dann noch ein Teil zum Thema Stillen sind diese Auffangschalen hier. Die kann ich auch jedem empfehlen. Die sind wirklich toll und zwar sind die von Medela. Und die habe ich mir bei meiner Tochter gekauft, erst relativ spät nach der Geburt. Und das sind eben so Schalen. Und die kann man sich eben, wenn man zum Beispiel rechts stillt, kann man sie links in den BH legen, weil man läuft immer auf der anderen Seite aus, weil die Produktion halt eben angeregt wird, sobald das Kind saugt. Und dann spritzt es aus der anderen Seite. Und das fängt halt eben jetzt hier diese Schale auf. Und die könnt ihr euch, wie gesagt, dann einfach reinlegen. Und dann wird es aufgefangen. Und das könnt ihr dann einfach in so einen Beutel kippen, wie ich gerade gezeigt habe. Und dann auch über den Tag sammeln, in den Kühlschrank und dann einfrieren. So, und dann kommen wir zum Thema Schnuller und Flaschen. Einmal Schnuller habe ich hier diese von Nip und ich habe noch welche von Bibs und von Mam. Meine erste Tochter hat keinen Schnuller genommen, beziehungsweise nur 2 Wochen nach der Geburt. Danach wollte sie ihn nicht mehr. Und ich bin sehr gespannt, wie ja, die kommende kleine Maus das machen wird. Ich wollte trotzdem ein paar da haben und deswegen genau habe ich jetzt einmal die hier. Da müsst ihr euch einfach, ja, müsst ihr einfach schauen, was euch am besten gefällt und am Ende entscheidend ist sowieso das Kind. Also es kann sein, dass ihr nach der Geburt einfach fast jede Firma einmal durchklappern müsst, bis ihr den perfekten Schnuller gefunden habt. Wir waren mit den von Bips sehr, sehr zufrieden und den von Nook. Die hat meine Tochter die 2 Wochen lang genommen, aber sonst hat sie gar keinen anderen genommen. Und ja, jetzt wollte ich auf jeden Fall die hier nochmal ausprobieren und habe wie gesagt auch die von Bips da und von Mam. So, Thema Flaschen haben wir uns wieder für Mam entschieden, beziehungsweise sind das noch die von meiner Tochter. Die hatte ich damals gekauft, aber nie gebraucht, weil wir noch eine andere hatten und da haben wir dann ab und zu mal die abgepumpte Milch gegeben, aber sie wollte keine Flasche und deswegen ja, sind die hier beiden noch neu. Auch da wieder dasselbe Thema, da müsst ihr schauen, was euer Kind nimmt. Meine Schwester hat zum Beispiel ganz viel von Avent gekauft. Dann kam der Kleine auf die Welt und er wollte kein Avent haben und kein Mam, kein Nook, gar nichts. Er wollte nur Twist Shake haben. Und genau, also da ist es das gleiche wie bei den Schnullern. Kauft da am besten nicht zu viel, denn meine Schwester sitzt jetzt auch auf den ganzen Sachen rum, weil die Kleinen das einfach selber entscheiden, beziehungsweise einfach andere Bedürfnisse haben, was sie einfach für einen Sauger haben wollen. Und wenn man Flaschen hat, braucht man natürlich auch eine Flaschenbürste. Auch die habe ich noch von meiner Tochter übrig, original verpackt, weil wir sie nicht gebraucht haben. Aber auf jeden Fall auch zu empfehlen, um da wirklich richtig sauber zu machen. Ebenfalls im Wickeltisch nicht fehlen darf eine Nagelschere. Die haben wir natürlich auch noch von meiner Tochter. Eine Babybürste, die sollte ganz, ganz weich sein. Und ein Fieberthermometer, am besten mit so einer elastischen Spitze. Denn es ist sonst für die Kleinen sehr, sehr unangenehm und selbst das ist schon für die Kleinen sehr, sehr unangenehm. Aber bitte keins für auf die Stirn oder in die Ohren, weil die sind einfach nicht so genau. Am besten wirklich eins für den Popo. So, und dann kommen wir zur letzten Kategorie und zwar Babypflege allgemein, Pflegeprodukte. Ich habe bei meiner Tochter ganz, ganz viel Schwachsinn gekauft und jetzt über 2 Jahre hinweg haben sich einfach die Sachen, ja, eingebürgert, die man wirklich braucht. Und zwar einmal ein Babyöl. Wir haben das von Maybin, glaube ich, heißt das. Das Mandelöl. Das ist wirklich toll. Das benutze ich für einen wunden Po, das benutze ich für trockene Hautstellen, für alles. Und genau, also ein Babyöl empfehle ich. Da könnt ihr auch zum Beispiel das von Penaten nehmen. Das ist auch sehr gut. Und dann eine Babycreme auf jeden Fall. Entweder die von Weleda, die ich euch schon mal gezeigt habe gerade, oder die hier von Boep. Ich bin von Boep mehr als überzeugt. Wir haben die komplette Serie, auch Shampoo und alles, weil wir einfach sehr begeistert sind. Und die Sachen sind einfach toll. Die riechen gut. Die sind von einer Mama und von einer Ärztin entwickelt. Und hier auch Stiftung Warentest. Sehr gut. Ihr seht es. Genau. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Bekommt ihr aber auch bei DM.
Da habe ich jetzt einmal die Babycreme. Ich habe auch noch die Wundschutzcreme. Die ist allerdings bei meiner Tochter gerade im Zimmer. Und das empfehle ich euch auch. Also ich empfehle allgemein an Cremen nur ein Öl, eine Babycreme für alles eigentlich, dann noch eine Wundschutzcreme für wirklich, ja, Wunden und noch ein Babybalsam für Wind und Wetter. Das ist dieses hier auch von Boeb. Genau, einfach falls es zu kalt ist, dass ihr das Gesicht einmal eincremt und die Hände, damit die nicht so schnell trocken werden und sowas. Genau, da haben wir das da und mehr nutzen wir tatsächlich bei unserer Tochter auch nicht und ja, reicht völlig aus. Ja, mein Lieben, und das war's dann auch schon. Das war das Erstausstattungsvideo Drogerie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi!